Kurze Hälsogramm auf den Hals. Heute spielen wir mal, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde, ja, Notruf 112, die Feuerwehrsimulation 2. Das beschissenste Spiel, was es je auf der Welt gibt, gefühlt, weil es nur rumhängt und die Steuerung von den Fahrzeugen einfach nur kompletter Schrott ist. Also wirklich kompletter Schrott. Das seht ihr gleich, wenn ich mich jetzt hier mal hinsetze und einen Einsatz starte. Achtung, Hilfeleistung, Person hinter verschlossener Tür. Einsatz für KEF 1, RTW 1, Hochstraße. Notruf. So. Frag mich auch nicht, warum dieses Spiel 100 Millionen Mal hier rumhängt in dem Video. Ich kann nichts dafür, das ist dieses verfickte Spiel. Muss ich einfach sagen, ist das vorherige Spiel einfach besser. So. Okay. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Verletzte Person der Führung. Gewalt vor Ort. Gewalt eingewiesen. Kommen. Mann. Verstanden. Ende. Codierung ist wieder überlastet, weil dieses Spiel einfach nur Schrott ist. Mann, ey, ich hasse diese Steuerung. Diese Steuerung ist so ein Schrott von den Spieleentwicklern. Wer auch mal die Steuerung gemacht hat, Junge, der hat den Job komplett falsch gemacht. Junge. Das regt einen übelst auf. Also, das regt mich übelst auf, diese Steuerung. Absitzen. Es kommt nur ein RTW, ne? Und KEF, ja, das ist ja das hier. Technische Hilfe, Leistungstüröffnung, ja. Ich bleibe jetzt so, damit dieses Spiel nicht abstürzt. Also ich habe nämlich davor gerade ein Dings gestartet und ein Video gestartet und dann hat dieses Spiel einfach Tschüss gesagt. ATW ist auch da. Ja, die können ja eigentlich gar nichts machen. Ne? Absitzen können sie nur. Mann. Okay, öffnen wir die. Offen. Hallo, guten Tag. Junge, warum kann keiner mit dir reden? Wer sind Sie? Ganz ruhig, wir sind von der Feuerwehr. Geht's Ihnen gut? Ihre Familie schickt uns, Sie konnten seit Tagen nicht erreichen. Bitte was? Jemand schickt Sie und möchte mich ergreifen?
Was soll das alles? Wer sind Sie überhaupt? Alles gut, die Sanitäter werden gleich nach Ihnen sehen. Warten Sie hier, ein Sanitäter wird sich um Sie kümmern. Ich bin jetzt mal kurz hier. Rettungssanitäter. Ja, auch noch der Falsche, der hier. So. Ich komme, ich komme, ich komme. Guten Tag. Ja, Sie müssen Deutsch sprechen. Ich bin schon alt, wissen Sie? Ich habe gar nichts gesagt. Folgen Sie mir, ich bringe Sie zum Rettungswagen. Gehen Sie zum Rettungswagen. Die Sanitäter werden sich um Sie kümmern. Warten Sie hier, ich bin gleich wieder bei Ihnen. 2. So. Dann folgen wird er mal. Ja, Sie müssen Deutsch sprechen. Ich bin schon alt, wissen Sie? Ey, Junge, die soll da runterlaufen. Folgen Sie mir, ich bringe Sie zum Rettungswagen. So, kommen Sie mit. Gehen wir hier nach unten. Ganz gemütlich. So. Ey. Mann. Jetzt ist das Spiel wieder kaputt. Ich hasse das Spiel, ne? Jetzt ist dieses Kackspiel schon wieder kaputt. Ey, die Entwickler, ne? Die sind einfach zu unfähig, dieses Kackspiel zu entwickeln. Junge. Ach. Ey, wisst ihr was? Ich raste hier gleich komplett aus. So, Leute, ich mache jetzt einfach hier zusammenpacken und verpiss mich, weil dieses Spiel einfach zu behindert ist. So. Warum ist eigentlich das Notarzt hier? So. So. Geht es jetzt? Nein. Er hängt fest. Ja gut. Dann abrücken. Die bleiben hier, weil die können nichts. Mann. Abschließende Lagemeldung. Person wird ins Krankenhaus transportiert. Einsatzstelle an POS übergeben. Rücken wieder ein. Kommen. Genau. Wir sind mit dem Einsatz fertig. Wir sind jetzt behindert den Einsatz. Also wir können den Einsatz nicht richtig beenden, weil dieses Spiel behindert ist. Das zu vernünftig. Das vernünftig zu machen. Also, da ist selbst das vorherige Spiel, also der Teil 1, einfach besser als der zweite Teil war. Wir haben am zweiten Teil einfach noch behinderte Sachen gemacht. Also, die beheben das auch nicht, ne? Also, die Spieleentwickler beheben diese Fehler nicht mal. Die sind einfach, ja, also Geld fließt rein, so, ja, fertig. Updates, nö, kein Bock. Oder ich fahre jetzt hier über Rot. Es wird ja nie grün. Von daher kann man auch nichts machen. Also ich will diese Einsätze erfolgreich abschließen, aber es geht nicht. Weil dieses Spiel einfach zu viele Bugs hat. Selbst, dass es hier keine Autos gibt. Junge, hier fahren keine Autos. Die Grafik sieht auch noch scheiße aus. Also... Guckt euch diese Kack-Grafik an, Bruder. Man sieht absolut nichts. Könnte auch an meinen Einstellungen liegen, aber ich glaube, hat auch irgendwas mit dem Spiel zu tun, Bruder. Jetzt hängt es wieder, weil... Weiß ich auch nicht. Alter, ey. Dieses Spiel, das macht mich einfach nur fertig. Das Spiel macht mich einfach nur fertig.
Also gehen wir hier einfach raus. Zum Arsch mit dem Video auch jetzt. So. Ja Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut gerne auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt auf jeden Fall noch einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sando. Ciao, ciao.